Hallo und willkommen zu einem kleinen Rant-Video. Muss ja auch mal sein, dass wir uns mal hier so richtig auskotzen, aber genau. Tatsache mit Hintergrundinfos und auch ein paar Rechenbeispielen. Nun, an dem reißerischen Titel kann man es ja schon erkennen. Es geht um den Zustand, also wenn die Ausländer alle weg wären, dann hätten wir ja alle Arbeit hier in diesem Land. Genau. Da muss ich leider ein bisschen widersprechen. Also Anlass dazu war, wir haben die Heute Show geguckt. Oh ja, linksgrün versiffte, gleichgeschaltete Medien. Ja, genau. Und da ging es darum, dass die AfD quasi Höchstwerte inzwischen einfährt. Auch insbesondere in den neuen Bundesländern. Und ich habe mir so überlegt, warum eigentlich da? Das sind doch die Leute, die am meisten, ich drücke es jetzt mal verbal aus, in den Arsch gefickt sind. Warum, ja, genau deshalb hier. Warum wählen die denn eine Partei, die es garantiert nicht besser macht? Und dann, naja, dieser übliche Konsens, die Ausländer nehmen uns unsere Arbeitslosenplätze weg. Und da möchte ich jetzt gleich mal einhaken in diese Stelle, weil der Gedanke funktioniert nur dann, wenn man von der Tapete bis zur Wand denkt, aber kein einziges bisschen weiter. Denn erstens braucht man dazu Arbeitslose. Ausländer. Ja, na, davon mal jetzt abgesehen, ja. Aber ich versuche das mal aufzudröseln. Und zwar, ein Arbeitgeber sucht jetzt einen neuen Angestellten. Für was spielt keine Rolle? Nehmen wir einfach einen Klempner. Oder noch besser auf Neudeutsch, ja, einen Solartechniker. Jawohl. So, er sucht jemanden. Also wir gehen jetzt einfach davon aus, das sind alles Männer. Das redet sich jetzt für mich einfacher, ja. Es ist ein männlicher Arbeitgeber und er sucht auch nur männliche Arbeitnehmer aus Gründen. Wir gendern jetzt mal nicht, weil wir genau sind mittelalt und weiß sind. Und aus irgendwelchen Gründen. So. Aber das ist doch verboten, bla bla bla. Wir nehmen es jetzt nur für dieses Beispiel. So, dann wird die Stelle ausgeschrieben und dann bewerben sich Leute. So, und dann kommt da ein, ich sag jetzt mal, dunkelhäutiger Mann aus, also zugereister dunkelhäutiger Mann mit jahrelanger Berufserfahrung und gleichzeitig bewirbt sich ein langzeitarbeitsloser weißer Deutscher ohne Berufserfahrung. So, jetzt braucht man nicht studiert haben, um zu wissen, der wird wahrscheinlich den Dunkelhäutigen mit der Berufserfahrung nehmen. Und genau das meine ich. Wenn die Ausländer nämlich nicht da wären, dann gäbe es den nicht, dann würde der Typ ja mich nehmen müssen, weil es bewirbt sich ja kein anderer. Und genau da ist der Gedankenfehler. Weil, jetzt geht's los. Wenn ein Arbeitgeber eine Arbeitskraft sucht, gibt es eine gewisse Menge an Arbeit. Die muss weggeschafft werden, weil sonst würde die Person ja keine Arbeitskraft suchen. Logisch, ne? So, jetzt überlegt sich der Arbeitgeber, was ist mir denn die Arbeit wert? Also wie viel Arbeit ist das denn? Wie viel Umsatz entspricht das denn? Lohnt sich das überhaupt, eine Vollzeitstelle daraus zu machen oder eine Teilzeitstelle? In dem Fall, ihr habt es ja mitgekriegt, es ist eine Vollzeitstelle. Für, schmeiß auch mal eine Zahl einfach in den Raum, 2000 Euro netto. So, dann 2000 Euro netto, das sind so ungefähr 3200 brutto, 3300 brutto, sowas in dem Dreh rum. Also 4000 Arbeitgeber brutto. Genau, der Arbeitgeber zahlt ja auch noch Steuern und so weiter. Mit dem musst du rechnen als Arbeitgeber. Also man kann so Pi mal Daumen sagen, das was man netto hat, muss der Chef brutto für einen pro Monat zahlen. Das heißt, dieser Haufen Arbeit hier muss mindestens 4000 Euro wert sein. Und dann nimmt der Chef seine Stundensätze, die kann er ja kalkulieren. So, natürlich sagt er sich jetzt, ja, bei 4000, nee, lohnt das so richtig, ist ja kein Gewinn bei. Also, versucht der Chef, die Arbeit so zu optimieren, oder den Haufen vielleicht sogar ein bisschen größer zu machen, ja, ein bisschen mehr Arbeit, dass das, was da bewältigt wird, in, wir nehmen den Standard, einer 40-Stunden-Woche, ungefähr auf 5000 Euro rauskommt. Ja? Er muss 4000 abdrücken, das heißt, die Firma hat einen Mehrwert von 1000 Euro. Im Monat. Im Monat. So, da muss man jetzt kein Genie sein, ja, um das ausrechnen zu können. Deswegen nehme ich so schöne glatte Zahlen, das macht sich so einfach. Jetzt kommt's. Jedes Mal, wenn ein Arbeitgeber jemanden einstellt, muss diese Person eingearbeitet werden. Das heißt, die Person wird am Anfang
nicht diese 4.000 oder gar die 5.000 Euro Umsatz erreichen können. Weil sie kennt die Arbeitsprozesse nicht, sie weiß noch nicht genau, wo das wo die, ich sag jetzt mal, die Werkzeuge liegen. Die Zwölfenschieber. Sie kann noch nicht so einwandfrei mit den Kollegen zusammenarbeiten, da muss immer nachgefragt werden, die Prozesse sind unklar und so weiter und so fort. Kann man viel optimieren, haben wir schon zig Videos drüber gemacht, aber es ist immer eine Einarbeitungszeit. Und in dieser Einarbeitungszeit werden diese 4.000 bis 5.000 Euro nicht erreicht. Ja, aber bei einem Klempner, speziell im Handwerk, hast du auch tendenziell sehr geringe Einarbeitungszeiten. Wir bleiben trotzdem bei dem Beispiel. Gut. So, das heißt also am Anfang, ich sag jetzt mal die ersten 6 Monate, den ersten Monat. 6 Monate Einarbeitungszeit, doch nicht im Handwerk. Wir bleiben bei dem Beispiel. Na gut. Hinkt ein bisschen. Wir können auch einen Arzt nehmen, wir können auch einen Psychologen nehmen. Aber ja, da wird es ein bisschen schwierig. Dann werden die Zahlen anders. So, die ersten 6 Monate schafft diese Person meinetwegen einen Umsatz von 3.000 Euro zu erwirtschaften für die Firma. Das heißt, es bleibt ein Defizit von 2.000 übrig. Naja, eigentlich, Nur 1.000. Eigentlich nur 1.000, damit es eine Nullrechnung wird, ja? Damit der Chef nicht draufzahlt. Genau. So, 6 Monate, ja? Also mal 6. Ergibt 6.000 Euro. In den nächsten 6 Monaten schafft es die Person, die kommt auf die 4.000. Das heißt, also jetzt nicht ab Monat Nummer 7, na doch, kann man eigentlich sagen, ab Monat Nummer 7 bis 12. Genau, da schafft es die Person. Das heißt, plus 0. Jo. Und erst nach einem Jahr, ab Monat Nummer 13, wird Gewinn gemacht. Jo. So, da können wir jetzt also an der Stelle minus 1.000, weil wir bleiben bei den 5.000, ja, minus 1.000. So, und jetzt müssen wir quasi so lange gegenrechnen, diese 1.000, die ja jetzt Gewinn gemacht werden ab Monat 13, bis wir die 6.000 quasi wieder raus haben, damit der Chef sein Investment, was er ja vorstrecken musste, wieder raus hat. Das ergibt 6 Monate. Jo. Da wir jetzt bei einem Jahr angekommen sind, ergibt das anderthalb Jahre. Wir sind jetzt bei anderthalb Jahren, genau. Das heißt, nach anderthalb Jahren macht der Chef überhaupt erst Gewinn durch die Fachkraft. Jo. Vorher muss der nur drin buttern. So, nach anderthalb Jahren. Und deswegen werden gerne Arbeitskräfte genommen, die davon Ahnung haben, was sie da tun. Um nämlich diese anderthalb Jahre zu drücken, um da vielleicht ein Jahr draus zu machen. Dass die Person eben nicht nach 6 Monaten, ich sag mal, auf Null wert ist, ja, schafft so viel, wie das gerade wert ist, sondern vielleicht schon nach 3 Monaten. Um aus anderthalb Jahren vielleicht nur ein Jahr zu machen. Weil das muss man als Chef nämlich sich erstmal leisten können, anderthalb Jahre lang keinen Gewinn an der Stelle zu machen mit der Arbeit. Ja, mit der einen Person. Mit der einen Person, ja, trotzdem. Das muss ja nicht sein Einschuss sein. Wenn da eine kleine Handwerksbude ist, die aus 4 Leuten besteht, einer geht in Rente oder haut in den Sack, ja, dann ist das ein Viertel der gesamten Einnahmen. Naja. Und ein Viertel der gesamten Einnahmen, anderthalb Jahre lang, darauf war quasi zu verzichten. Das ist teilweise schon existenzbedrohend. Deswegen wird logischerweise diese Person jemanden bevorzugen, der Arbeitserfahrung hat. Ob das jetzt auch gut geht, ob diese andere Person, die keine Berufserfahrung hat, nicht eventuell genauso schnell fit ist, spielt keine Rolle. Einfach mal umdrehen, wen würdet ihr denn als Chef nehmen? Den mit Berufserfahrung oder den ohne Berufserfahrung? Ihr würdet natürlich versuchen, diese Zeit so weit wie ihr zurückzudrängen. Also würdet ihr den mit Berufserfahrung nehmen. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Beispiel. Jetzt kommen wir wieder zu dem Beispiel. Ja, aber wenn der gar nicht da ist, dieser Ausländer, dann muss der Chef ja mich nehmen. Nee. Und genau da ist nämlich der Knackpunkt. Müssen muss er erstens nicht. Und zweitens wird er sich genau überlegen. Ich kaufe doch hier sonst die Katze im Sack. Vielleicht ist die Person völlig ungeeignet für den Job. Ich stelle das innerhalb der Probezeit, 6 Monate, ist übrigens das Maximum, was man darf. Man darf auch kürzer, aber die meisten machen 6 Monate, weil es ist das Maximum. Vielleicht stelle ich ja innerhalb der 6 Monate fest, du, die Person hat 2 linke Hände, fällt ständig vom Dach, das bringt mir alles nichts. Das kann er aber bei jedem feststellen. Das kann er bei jedem feststellen. So, aber da ist das Risiko höher. So, dann fängt er wieder von vorne an. Dann hat er ein halbes Jahr lang, sage ich jetzt mal, nur reingebuttert, nur miese gemacht. Und jetzt muss er wieder von vorne anfangen und den nächsten nehmen.
Das nennt sich unternehmerisches Risiko. Dann bewerben sich wieder Leute ohne Berufserfahrung. Da greift er womöglich wieder ins Klo und investiert ein halbes Jahr lang ordentlich Kohle und die Personen schaffen es wieder nicht, wenigstens auf den Gleichstand von den 4.000 zu kommen. Da ist der Chef nur am Reinbuttern. Und deswegen überlegen die sich ja ganz genau, würdet ihr als Chef auch machen, wenn ich keine passenden Bewerber finde, sprich Leute mit Berufserfahrung finde, schaffe ich es irgendwie, die Arbeit so umzustrukturieren, dass eventuell die ganze Stelle wegfällt. Jo. In größeren Firmen, also bei einem kleinen Handwerker mit 4 Angestellten, da wird es wahrscheinlich nie funktionieren, aber in größeren Firmen kann man durchaus sagen, okay, warte mal, derjenige, der macht gerade Buchhaltung, der hat aber ein bisschen Ahnung von der einen Materie, die sind aber momentan fast überlastet. Wenn ich die Buchhaltung outsource, kann der Halbzeit was von der anderen übernehmen. Und wenn die ein bisschen mehr arbeiten, also eine 42-Stunden-Woche quasi draus machen, dann fällt diese Stelle fast komplett weg. Wenn also sich kein passender Bewerber, jemand mit Berufserfahrung, der auch, wenn es auf dem Bau ist, logischerweise vom Alter und vom Körperbau her halbwegs passt, also kein Günther Strack, ja, wenn ich die Leiter hochkletter, biegt sie sich alles durch. Und auf dem Dach war ich so cool, ich sowieso nur runter. Okay, mein Dachdecker nicht, aber hast du dir mal Kleppner angeschaut in Deutschland? Ja, na, wir waren ja bei Solartechnikern. Eben. Ja, also das muss natürlich auch passen, ja, sonst, okay, sonst bringt das nicht. Aber wenn da eben nur das Körperliche passt, aber keine Berufserfahrung, ist schlichtweg dem Chef das Risiko zu hoch, dass er eben diesen Point of Return of Investment oder wie man es auch immer nennen will, dass der so weit nach hinten geschoben wird, weil er eben 2-3 Mal ins Klo greift und vielleicht auch sogar 4 Mal, dass es existenzgefährdend ist. Und deswegen ist es Unsinn zu behaupten, wenn die Ausländer weg wären, wäre ja die Konkurrenz weg, dann kriege ich ja auch einen Job, für den ich eigentlich gar nicht qualifiziert bin. Ja, das bringst du jetzt hier an. Aber wenn der Mann einfach Solartechniker ist und seit 10 Jahren arbeitslos, es treten ja in den seltensten Fällen Gelernte gegen Ungelernte an. Das ist ja völlig abwegig als Beispiel. Ein Ungelernter bewirbt sich doch nicht auf Stellen, die er gar nicht kann. Das ist dann das Nächste. Also ich wage es mal zu bezweifeln, ja, dass wenn ein Chef 2 Bewerber hat, beide passen. Beide haben Berufserfahrung, meinetwegen sogar genau. Im gleichen Jahr. Beide sind ähnlich alt. Ja, beide sind körperlich in Topform. Das eine ist ein Flüchtling aus Arabien, keine Ahnung, dunkler Herkunft, spricht einigermaßen Deutsch, aber eben nicht perfekt. Und das andere ist halt jemand, der 5-6 Jahre, Günther, der 5-6 Jahre lang arbeitslos war, einen vernünftigen Eindruck macht, auch nicht zu tätowiert ist bis zur Unterkante, dass jeder Kunde, bei dem er da auftaucht, sagt, um Gottes Willen, das ist bestimmt ein Schwerverbrecher. Ja, das kommt nämlich leider hinzu, diese Oberflächlichkeit der Leute. Ja, sondern dass das passt, dass dann der dunkelhäutige Mensch genommen wird. Das ist eher unwahrscheinlich. Ein Märchen, genau. Was durchaus passieren kann, es kommt jemand aus den alten Bundesländern und es kommt jemand aus den neuen Bundesländern und die Firma und der Chef, die sitzen in den alten Bundesländern, Köln oder so. Und dann wird geguckt, der kommt ja aus dem Osten. Nee. In den alten Bundesländern, wenn der Chef natürlich Klaus-Peter heißt und selber Jungpionier war, dann sieht das andersrum aus. Das geht auch in die Gegenrichtung. Das ist aber äußerst selten. Aus Halle an der Saale. Naja, genau. Wir im Osten kommt das schon häufig vor. Also tatsächlich. Da sagt ihn, Wessi. Ja, das, was ihr sagt, die scheiß Ausländer, die nehmen uns ja die Arbeitsplätze weg. Das könnt ihr genauso gut machen, wenn ihr euch im Westen bewirbt und ein Wessi was gegen Ossis hat. Ein scheiß Ossi. Ist das gleiche in Grün. Das stimmt auch nichts. Ist kein schönes Gefühl, oder? Genau. Nee. Und so. Auch euch erkennt man am Namen, Mengi und Norman. So, das also erstmal diesbezüglich. So, dann, ich habe eine Idee für einen Gesetzesentwurf. Den habe ich jetzt nicht komplett ausformuliert. Nein, ist nur so eine Idee, was man machen könnte, um, ich sage jetzt mal, ein paar mehr Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern. Und zwar, momentan ist es ja so, dass kein Arbeitgeber dafür verpflichtet ist, oder dazu verpflichtet ist, seine, wenn es bei Dienstleistungen sind, insbesondere die man aus der Ferne machen kann, ja, dass das in dem Land geschehen muss, wo die Dienstleistung erfolgt. Das kennen wir beide ganz genau. Ja. Wir haben gearbeitet für ein Callcenter. Naja, gerade im Support- und Callcenter-Bereich. Genau. Dann wurde der Vertrag aufgekündigt
Und die gesamte Arbeitsmenge wurde abgegeben nach Polen und Russland. So, an sich nicht unbedingt ein Problem, aber die Leute dort sind eben keine Muttersprachler. Und das fällt nicht nur sehr oft auf, sondern einigen Leuten auch negativ auf. Weil wir müssen hier, also das in unserem Fall war Siemens. Das sind dann aber wieder die engstirnigen Rassisten. Genau, das sind dann, also in unserem Fall war Siemens. Und Siemens, naja, da arbeiten eben auch Martins und Thomasse. Ja, sind schon 40 Jahre bei der Firma dabei. Genau. Und regen sich jetzt darüber auf, Mensch, früher war alles einfacher, heute ist es nur noch Hetzen, Hetzen, Hetzen. Jetzt haben sie ein Problem, Chef sitzt ihnen im Nacken, sie rufen an, da ist jemand dran, der versteht nicht nur ihr Problem nicht richtig, sondern der versteht nicht mal richtig, was sie sagen. Ja, mei, ich hab ja ein Problem, jetzt hören Sie mal zu, ja, ich muss ja hier, mein Chef, der sitzt mir im Nacken, ja, ich hab da, jetzt machen Sie mal. Entschuldigung, ich habe Sie nicht verstanden. Ja, sperrst die Ohren auf, hörst mich. Deutscher Muttersprachler kommt damit vielleicht gerade noch so klar. Ich würde gerade sagen. Aber ein Pole oder ein Russe wird schon ziemliche Probleme haben, solche Dialekte zu verstehen. Da können Sie noch so lange Germanistik studieren. So, dann reden die ein bisschen aneinander vorbei. Ja, der Servicetechniker, der demjenigen helfen will, hat nur ein Fragezeichen über dem Kopf. Und der mit dem schönen Dialekt, der hat nur noch Hakenkreuze in den Augen, weil er wird nicht nur nicht verstanden, ihm wird auch nicht geholfen. Und er sagt, ah, scheiß Support, Mensch, früher war alles besser. So, und das kommt hinzu. Deswegen mein Vorschlag für den Gesetzesentwurf, wenn Service für ein Land erbracht wird, dann muss der auch aus diesem Land erfolgen. Keine Ahnung, wie man das in ein Gesetz übergießen wollen würde, aber kannst wenn... Kannst du vergessen, ja, das leider. Würde die EU in der Luft zerfetzen. Und womit? Mit Recht. Das wäre quasi so eine Idee, ja. Das heißt, wenn Service für Deutschland erbracht wird, muss der auch aus Deutschland kommen. Wenn Service für Frankreich erbracht wird, muss der auch aus Frankreich kommen. Und nicht irgendein Spanier, der Französisch spricht und in Portugal sitzt, macht das dann. Ja, ein bunt gewürfelter Haufen. Nur so eine Idee, wird wahrscheinlich nicht umsetzbar sein, aber das wäre eine Idee, wie man das so ein bisschen binden könnte. Dem kann ich nur ein Träumen weiter entgegenrufen, muss ich leider. Es wäre schon schön, wenn die Konzerne da Steuern zahlen würden, wo sie den Service abbringen. Ja, das kennen wir ja. Das wäre ja schon Fortschritt genug. Weil wenn sie eine Zweigstelle in dem Land haben müssten, dann wäre die zumindest angemeldet. Dann hätten sie ein paar mehr Hindernisse, die Steuern zu umgehen. Heißt hey, nicht, du dass hast es unmöglich ist, aber trotzdem noch in Irland und bezahlst 1 Euro pro Jahr. Ja, also es ist nach wie vor möglich, das Finanzamt zu bescheißen, aber es ist ein bisschen schwieriger. Nicht viel schwieriger, aber ein bisschen nicht schwieriger. Nicht, ja. So, aber das wäre so eine Idee. Okay. Im Gegensatz Teil mit Filiale wird es sogar einfacher, weil dann geht endlich das mobile Arbeiten im Ausland. So, und dann mein letzter Punkt, schweift jetzt ein bisschen ab, aber nicht sehr, was auch mal gerne als Argument gebracht wird. Die ganzen Ausländer, die bekommen ja das schöne Geld in den Arsch geblasen und ich sitze hier und krepier, weil ich mir nicht mal mehr den Tapetenleim leisten kann, den ich fressen müsste, um zu überleben. So als bildlich gesprochen, ne? Nee, das funktioniert so nicht. Also, man muss jetzt mal ein bisschen in der Geschichte gucken, insbesondere in der Finanzgeschichte von Deutschland. Wann hatte Deutschland so viel Einnahmen durch Steuern und ähnliches und so wenig Ausgaben, dass die Schulden des Landes bei Null waren? Noch nie. Seit 1949 nicht. Wir haben ständig permanent Schulden aufgenommen. Ich zeige gerade mit beiden Fingern auf dich. Genau. Also, das heißt also, für alles, was der Staat investieren muss, das wird dann zusammengerechnet, hier ein paar Milliarden, dort ein paar Milliarden, dort ein paar Milliarden, muss er größtenteils Schulden aufnehmen, weil die Einnahmen geringer... Es ist also immer eine Differenz zu den Steuereinnahmen. Genau, also es kommt alles zusammen, dann kommt eine Summe X raus, wie genau. 5 Billionen Euro als Beispiel. Und der Staatshaushalt selber, also die gesamten Einnahmen sind 3 Billionen. Genau. Fehlen 2 Billionen. Also muss der Staat 2 Billionen in Form von Schulden aufnehmen. Und die werden dann verteilt. So, und jetzt kann man aber sagen, ja Moment mal, aber wenn jetzt keine Ausländer reinkommen, dann muss man denen ja auch kein Geld zahlen. Wenn man denen kein Geld zahlt, dann ist ja Geld quasi übrig. Nee, Gedankenfehler. Das Geld ist nicht übrig, es werden einfach nur weniger Schulden aufgenommen. Erstens das und zweitens die ca. 16 Millionen Ausländer, die wir zurzeit in Deutschland haben,
bezahlen wohl um die 20 Milliarden in die deutschen Sozialsysteme ein. Die helfen uns also akut sogar noch dabei, dieses äußerst kranke und perverse System noch am Leben zu halten. Ohne die wären wir nämlich schon vor 30 Jahren pleite gewesen. Und die Systeme am Arsch. So rum wird ein Schuh draus. Also ihr könnt das auch andersrum sehen. Stellt euch das einfach mal privat vor. Wenn ihr Schulden machen müsstet, ihr müsstet euch Geld leihen, um über die Runden zu kommen. Und ihr habt eine alte Oma, die müsst ihr verpflegen. So, und das kostet euch im Monat, weiß ich nicht, sagen wir mal 100 Euro. So, jetzt aber schiebt ihr die arme Oma ab. Jetzt fallen diese 100 Euro weg. Ihr müsst aber trotzdem jeden Monat, weiß ich nicht, euch 500 Euro leihen. Dann sagt ihr ja nicht, ja, ich leihe mir jetzt nach wie vor immer noch 500 Euro und dann habe ich ja 100 Euro übrig und die investiere ich in, keine Ahnung, das arme Waisenkind von meinem Kumpel. Macht ihr auch nicht, sondern ihr sagt euch, juhu, ich muss nicht mehr 500 Euro Schulden jeden Monat machen, sondern noch 400. Das heißt, das Kind, auch weniger Zinsen. Das Kind geht immer noch leer aus. Jo. Das Kind seid übertragenen Sinne dann ihr, die ihr Stütze bekommt. Arbeitslosengeld 1, Arbeitslosengeld 2, Bürgergeld, das spielt jetzt keine Rolle. So, das heißt also, der Staat hat dann nicht plötzlich Geld übrig, weiß nicht, was er machen soll und verpulvert das irgendwo hin, sondern er nimmt einfach nur weniger Schulden auf. Aber und damit das geht ihr nach wie anderes Video. Genau, und deswegen geht ihr nach wie vor leer aus. Also egal, wie man es dreht oder wendet, die Ausländer abzuschieben, also auszugrenzen, hilft nicht. Genau. Was könnt ihr machen? Ja, ihr braucht in dem Sinne Berufserfahrung. Also ja, ihr braucht eine ordentliche Ausbildung. Mit Wissen, egal ob Ausbildung oder Studium. Genau, mit Wissen könnt ihr andere Leute schlagen. Also nicht genau. So Faust im Gesicht oder so, sondern Konkurrenz ausstechen. Anders genau. Machen die es ja auch nicht. Und die haben es doppelt, also Ausländer haben es doppelt schwer. Aber ja, ist ja schön, dass du bei dir in deinem Heimatland seit 20 Jahren hier Profi bist in dem Bereich. Aber dein komischer Zettel hier, da steht irgendwas drauf, das kann ich ja noch nicht mal lesen, das zählt hier erstmal gar nichts. Denn denk dran, die Ausländer, die es zu uns schaffen, das waren bei sich im Land die Reichen und gut Gebildeten. Da kommen nicht die irgendwelche Bauern und Felachen. Da kommen schon die Ärzte und Juristen und zum Großteil Studierten. Das war beim EU-Antritt Rumänien so. Als sich herausstellt, dass 25% der Rumänen, die da kommen, akademischen Abschluss haben, schon verstand man die Ängste der CSU. Genau, weil und also bei Syrien und dergleichen ist es auch nicht anders. Da sind auch nur die Reichen und Studierten. Mindestens das Bürgertum und die berühmte Mittelschicht, die da kommen, weil alle anderen, die sitzen im Libanon oder in der Türkei in Flüchtlingslagern, die Bauern, die kaum lesen und schreiben können. Um von einem Land zu einem anderen flüchten zu können, und dort muss man vielleicht noch durch zwei, drei andere Länder, ist es extrem kostspielig, weil ja jeder Schleuser sich gut bezahlen lässt. Genau, die Schleuser wollen ja die Kohle haben. Genau, es ist ja jeder gierig. Ne? So, und das heißt, wenn du als armer Mensch versuchst, so einen Schleuser zu bezahlen, der Schleuser sagt, du, das kostet dich 2000 Euro, und der sagt, ich habe aber nur 500. Ja, dann nehme ich dich nicht mit. Ne? Genau. So, und das ist eben pro Schleuser, das heißt pro Land, wenn die durch zwei Länder müssen, müssen sie schon mal zwei Schleuser bezahlen, plus auch noch die Überfahrt zum Beispiel übers Mittelmeer. Das kostet alles ordentlich Kohle. Hm. Das können sich nur die Leute leisten, die auch gut Kohle Geld haben, dort hatten. Sprich, das sind die dann auch schon die, sagen wir mal, Gutverdiener. Oder und die flüchten, ne? Das sind die, die flüchten. Die leisten können. Das sind eigentlich die, die sagen, ich kann mir auch Polizeischutz leisten oder hier einen Sicherheitsdienst engagieren. Der aber mich das Land ist halt dermaßen im Arsch, dass noch nicht mal das mehr geht. Und selbst die flüchten. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was für Leute hier ankommen. Nicht die Bettelarmen. Die Leute, die dort Kohle hatten, die kommen hier bettelarm an, weil sie alles ausgegeben mussten, um hier anzukommen. Aber auch nichts mitnehmen konnten. Und jetzt nochmal kurzer, nur ganz kurz als Randnotiz. Illegale Einwanderer in Deutschland funktioniert nur dann, wenn derjenige oder die Person nach Deutschland kommt, ohne durch ein anderes Land von Europa oder der EU gegangen sein zu müssen. Das funktioniert nur Nordsee und Ostsee, weil sobald sie von unten Mittelmeer zum Beispiel kommen, müssen sie durch Italien. Als sie können Beispiel. Auch durch den Bodensee schwimmen. Ja, also in dem Moment, wenn sie quasi durch ein anderes EU-Land erstmal durch müssen, um über sind unsere Landesgrenze zu kommen, sind sie ja schon in der EU. Eben. Damit sind es zwar immer noch Geflüchtete, aber eigentlich keine illegalen Einwanderer. Sie können, weil sie sind ja schon in die EU eingewandert. Genau. Das ist so noch verteilt. Das ist so ein bisschen blöd argumentiert. Also die einzige Möglichkeit wäre sonst, sie kommen mit einer Galeere an im Mittelmeer und dann nehmen sie sich einen Katapult und schießen sich über Italien ins Luftraum quasi direkt nach Deutschland. In über die Alpen. Sportlich.
dann wird es vielleicht gerade noch so funktionieren, aber ansonsten müssten sie halt von oben kommen, damit diese Begriffsbezeichnung funktioniert. Und Luftlandetruppen. Und von oben kommen sie traditionell eher selten. Genau, in Fluffy. So, also, ich bin jetzt für meinen Teil durch, jetzt kannst du nochmal losranten, wenn du willst. Nein, danke, ich will dann auch Schluss machen. Willst du dann auch Schluss machen, okay. Also das war jetzt mal ein kurzer Einblick daran, ja. Genau. Es gehört nicht viel dazu. Stellt euch einfach mal vor, ihr vertauscht die Rollen. Ja, ihr als Arbeitnehmer auf der Suche nach einem Job seid der Arbeitgeber und jetzt bewerben sich solche Leute wie du und ein Ausländer. Wie würdet ihr denn von der Logik her halt handeln? Das sind ja auch nur Menschen, die Arbeitgeber. Das sind ja keine irgendwelche KI-gesteuerten Roboter oder sowas, die völlig anders denken, ja, die aus einem ganz anderen Universum kommen. Nee, das sind ja auch Menschen wie du und ich. Zum Glück sind, wenn es KI sind, die trotzdem genauso rassistisch wie die Menschen dahinter. Also. Ja, das ist noch ein anderes Thema. Ja. Also von daher, es gehört nicht viel dazu. Man muss sich nun mal tatsächlich dazu zwingen, diesen Rollenwechsel zu machen. Und dann einfach mal lange überlegen. Nicht nur von der Tapete bis zur Wand, so nach 2 Sekunden ist der Gedankensprung abgeschlossen, sondern wirklich mal lange überlegen, was würde ich denn tun, wenn? Und als kleiner Absacker, die Leute, die so argumentieren, gucken uns sowieso nicht, beziehungsweise sind sowieso nicht mehr für Argumente zugänglich. Und deshalb, wenn euch dieses Video gefallen hat, liken, abonnieren oder, wenn ihr was auszusetzen habt, auch kommentieren. Und ihr könnt das gerne auch teilen mit den Leuten, die vielleicht so einen Denkanstoß auch mal brauchen. Falls da noch was geht. Genau. Ansonsten freuen wir uns, dass Sie zugeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.